und willkommen zum zweiten Part von Let's Play Windscape. Ein Adventure aus der EU-Perspektive gespielt. Wir haben sind im letzten Part aufgebrochen im elterlichen Bauernhof und haben die Stadt erreicht, Himmelshafen. Und haben dem Schmied eine Lieferung von unserem Vater gebracht, der uns dafür 99 Münzen gegeben hat. Und da haben wir jetzt eine Spitzhacke und eine Axt verkaufen können. Mit der Axt haben wir uns etwas Holz gehabt. Mit dem Holz werden wir hier in der Köhlerei Kohlemeiler Holzkohle herstellen. Ja, das dauert natürlich normalerweise, ich glaube, mehrere Tage sogar oder so. Aber hier können wir es mit einem Klick machen. Ach komm schon, der hat eben Baumstamm nicht eingesammelt. Ups, ja. Wir brauchen leider zwei Säcke. Normalerweise kommen wir 4 Stück aus einem Baum raus. Nein, nein, ich hab da 2 abgehackt. Wo waren jetzt bitte? Schon weg. Okay, die lösen sich irgendwann auf. Die kann ich auch nicht abpacken. Also das ist manchmal ganz komisch. Verstehe ich gar nicht. Habt ihr alle eingesammelt oder nicht? Nochmal hacken. Weil wir brauchen hier, wie gesagt, 4 Stück für einen Sack. Wie gesagt, Holzkohle wird hier hergestellt. Man packt das Holz in so einen, ja, so einen Meiler, in so eine. Die wird halt nicht verbrannt, sondern ja so eher verglüht sozusagen. Also dass es halt nicht lichterloh brennt, sondern halt nur ja, jetzt haben wir wieder 4 gekriegt, okay. Sondern halt ja sozusagen nur schwelt. Es halt schwarz ist und dann kann man, ist es Holzkohle. Ja, da gibt es ja auch viele Kontroversen aktuell. In den Holzkohlen, die man so kauft, dass da Tropenhölzer drin sind, weil die Holzkohle, die wir heutzutage kaufen, wird große Zeit in Wäldern hergestellt. Und ja, ich war dort und ich bin an solchen Holzkohleherstellern vorbeigefahren, die liegen, die ihre, ja, und wie gesagt, die sollen wir auch wieder Tropenhölzer verarbeiten. Teilweise, was natürlich nicht besonders schön ist, aber wie gesagt, unsere Konsumgesellschaft macht es halt. Warum gucken die alle die Mauern an? Martha, die sieht genauso oder fast genauso wie Anna. Wenn ich hier bösartig bin, traue ich mich nicht mehr aus der Stadt. Ja, kann ich verstehen. Sind auch wieder irgendein Bug, dass die alle gegen Wände laufen? So, jetzt wollen wir noch mal kurz, will ich euch noch ein bisschen die Stadt hier zeigen. Ja, man kann hier aufs Dach rauf, aber bringt nicht allzu viel. Hier ist die Stadtmauer. Bringt auch nicht allzu viel. Hier oben ist nichts. Moment jedenfalls. Man kann auch rüberspringen. Aber hier ist nichts. Scheinbar keine Scheibe. Ja, hier ist die Alchemiebude, wenn man so will. Mana-Kompressor. Hier kann man sich irgendwie scheinbar Magie machen. Da braucht man schwaches Eismana, schwache Mana-Seele und einen kleinen Mana-Stein dafür. Und hier kann man Tränke machen. Ja, diesen Trank hier, den habe ich euch schon gesagt, da braucht man nämlich das Rukanin. Wieder Kräuter, Pilze und Honig. Wie gesagt, wir bräuchten noch einmal Honig, um wenigstens einen herzustellen. Und hier hinten ist auch noch so ein Laden, da kann man auch was kaufen, so eine Magie-Sachen, aber machen wir jetzt nicht. Ja, ich kann mal kurz reingehen. Ihr wollt es vielleicht sehen. Immer grüne Insel. Immer grüne Insel, ja. Hier ist ein bisschen verraucht. Und die hat gesagt, diesen Geldbeutel überkauft, das heißt, sie ist eine Händlerin. Verkauft uns ja Fleisch auch, den können wir selber machen. Geld ist,
das Geld, was sie besitzt, kann man nicht kaufen. Weil man kann auch verkaufen. Für eine Münze Holz oder für drei Münzen Kraut. Und hier hat sie halt kleine Tranke Steinhaut, kleine Tranke Schuppenhaut. Erhöht ihm die Resistenz gegen Schaden, gegen Stich, Kahn, also gegen Magie, gegen Wuch, Gummihaut ist gegen Wuch zum Beispiel. Aber das mache ich jetzt nicht. Die hat hier noch ein paar. Ja, wir können sie ein bisschen ausrauben. Ein paar Münzen und so. Ich weiß gar nicht. Ja, im Moment sieht sie, ich weiß gar nicht, ob man über 100 haben kann. Wäre schwer, aber 99 plus, aber. Ja, dann haben wir hier. Die Stadt noch ein bisschen weiter. Treppenstein. Hier durch die Tür können wir nicht. Ja, der war natürlich auch hier im Brunnen. Da können wir nicht viel anfangen. Müssen wir nochmal ein paar Pilze einsammeln. Ja, hier trocknet sich Fisch. Auch Fisch wurde getrocknet. Wird auch heute da noch gemacht. Stockfisch. Ja, Dotterbart. Ja, der wird später noch Bedeutung haben. Im Moment nicht so. Wir kommen auch nie rein. Ja, hier, da ist eine Truhe drauf. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie man an die kommt. Ob man da irgendwie mal hochkommen kann. Oder ob man da irgendwas anderes. Ein paar Armin. Der Durchgang zu dem Luftschiff ist nur mit der Erlaubnis des Königs gestattet. Oder ob man die irgendwie runterlassen kann, ich weiß nicht, das werden wir erleben, wenn es soweit ist. Hier haben wir eine. Ich gebe mir nicht so eine. An diesen Pflanzen kann man auch klettern. Aber an diesen anscheinend nicht. So. Ja, viel mehr ist hier noch nicht im Moment. Ein bisschen schneller gehen. Hier ist ein kleiner Markt. So, hier können wir im Moment nichts kaufen, weil hier sind keine Händler. Hier ist ja Trockenfleisch, Pilze und so weiter. Jetzt gehen wir nochmal zum Schmiedelehrling. Ja, wollen wir dieser Säule nachkommen, speichert das Spiel. Und hier seht ihr einen riesigen Blasebalg, der das Feuer heiß macht. Hier deine Holzkohle. Quest abgeschlossen. Hier zu der Holzkohle. Wir haben Eisenbahn dafür bekommen. Hey, genial, warte einen kurzen Moment. Hier siehst du, durch die gleichmäßige Durchschmelzung das Eisen. Diese Waren sind für dich, weil du meiner Bitte nachkommst. Spiele sie zu mächtigen Waffen, genau. Warum sollte man diese Quest machen? Gleich, indem man. Da kann man nämlich nicht schon ein sehr, sehr schönes Schwert holen. Ja, hier gibt es noch aus Bronze, aus Pallas Bronze und aus Bronze. Ja, dafür braucht man natürlich Kupfer. Bronze herzustellen braucht man natürlich Kupfer und wird die Namen fein geschwungen werden. Ist leicht und schnell. Ja, das hat 4 Schnitt. Das ist genauso 4 Schnitt. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wo genau der Unterschied zwischen diesen beiden Schwertern ist. Außer dass das Pallas schwieriger zu besorgen ist. Kann ich euch leider nicht sagen, was da der Unterschied ist. Außer natürlich, dass es ein bisschen anders aussieht, aber wir wollen dieses. Oh. Es fehlen 2 Tier. Eine Tierseele fehlt. Ah. Ah, der verkauft, glaube ich, welche. Ja. Hier, wie gesagt, bräuchten wir dieses Pallas-Erz und hier Kupfer-Erz. Aber wie gesagt, wir nehmen gleich das Schwert, das Eisenschwert ist stärker. Wie gesagt, ich weiß auch nicht,
Kann ich euch leider nicht so genau sagen. Kann ich euch leider nicht genau sagen, inwiefern die Waffen halten oder nicht halten. Und auch wir haben jetzt mit der neuen Waffe, wie wir sehen, haben wir auch ein größeres Schild. Ganz nützlich. So. In das Haus können wir, glaube ich, auch noch nicht reingehen. Hier ist der Läufer. Ich weiß, ich habe es schon mal erwähnt. Ja, jetzt können wir Erz abbauen. Da braucht sie 3 Schläge für 1, 2, 3 Kupfererz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gesagt, ich habe es im ersten Mal erwähnt. Das ist eine Nachaufnahme der ersten beiden Parts, weil ich aus irgendwelchen Gründen die Stimme nicht mit aufgenommen habe. Das Schwert können wir auch aufladen, macht dann natürlich mehr Schaden. Ja, manchmal hinterlassen die Gegner auch so Herzen. Leider gibt es Herz nur einen Energiepunkt sozusagen zurück und ein weiterer Chitinpanzer, sehr schön. Ja, das ist alles ohne Bedeutung jetzt, weil ich habe ja wieder die anderen Parts sind da, die ich hoffe, dass auch in allen Parts die Stimme drauf ist. Ist jetzt scheißegal, was ich jetzt einsammle oder was nicht. Hier müsste auch der Wolf gleich wieder kommen. Hier ist nochmal Kupfer. Bams. Bams the Bams. So. Die Höhle, ja, wie gesagt, da kann man jetzt reingehen, um ein bisschen zu farmen, weil die Tiere so, die Wölfe so hergeben, Zähne und. Reißzähne, der gibt zum Beispiel Reißzähne, jetzt mal da uns eine Sehne geben, jetzt Reißzähne. Kann man halt da ein bisschen farmen. Eine andere Wolfshöhle wird später mehr Bedeutung haben für uns. Speichern und Energie auffrischen, sehr schön. Als erstes will ich mal noch hier kurz lang gehen. Ich euch das zeige mich da hinten. Da ist so eine Ranke. Ja, hier ist das ganze Holz gefällt. Ja, weil der Vater halt Schnitzer ist, der braucht da hin und wieder halt auch mal Holz. Seht ihr einen Rang, an der können wir nämlich hinaufklettern. Noch schneller klettern. Hier oben haben wir nämlich das Palas. Da gibt es auch eine Quest, so eine Eintrag in das Tagebuch für. Aber nur für ein bestimmtes anscheinend. Ich weiß nicht, wonach das geht. Da drüben auf dieser Plattform, das können wir von hier aus nicht sehen, weil es noch nicht gespawnt ist. Da drüben auf dieser Plattform ist auch eins. Irgendwas? Nee. Kaboom. Sie sind runtergefallen. Ja, ich weiß nicht genau. Vielleicht muss man auf anderen Inseln dann finden, oder anderen Bereichen, oder ich weiß es nicht. Ein bisschen Kupfer. Ja, ich baue jetzt hier ein bisschen was ab. Wie gesagt, ist nicht unbedingt notwendig, aber ein bisschen Holz. Wie gesagt, ich habe das alles schon auf einem anderen Spielstand und daher. Ich renne mal wieder ein bisschen. Ich lasse uns jetzt hier durch. Hier haben wir jetzt gleich eine weitere Gegenart. Ah, wo sind sie da? Spinne. Die sind nicht stark, Gott sei Dank. Die sind relativ schnell tot. Und die hinterlassen Spinnenseide. Die brauchen wir für unsere erste
Teil sind gar nicht wichtig. Ich brauche mal die für die Rüstung. Aber für einen Bogen, den habe ich auch gebaut. Schon sogar den zweitmächtigsten, schon also den etwas mächtigeren, den wir schon bauen können. Und hier sind die Banditen. Mehr Spinnenseile, ein bisschen Energie und Geld. Weil die Banditen haben dort euer Eintrag. Lager, 1 von 3. Ich bin auf ein Banditenlager gestoßen. Wie viele es davon noch auf unserer 1-Tridi-Insel gibt, ja. Ja. Das ist das Simpelste von allen. Hier ist nur ein Feuer, ein paar Dinger, ein Fass und ein paar Kisten. So, hier irgendwo, hier. Hier ist das zweite Palas. Aber wir hatten... Ich bin mir nicht sicher, was für eine, was dieses Palastschwert so unterschiedlich macht zum Kupferschwert. Außer, dass es halt etwas anders aussieht. Wie gesagt, die Angriffskraft scheint dieselbe zu sein. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Waffen irgendwann kaputt gehen können. Bis jetzt ist das noch nicht passiert, soweit ich im Spiel war. Und ich habe nicht wenig gekämpft. So, jetzt werden wir mal... hier in diese Richtung gehen. Weil da seht ihr, da ist das zweite Banditenlager. Da, die haben schon ein Zelt. Hier haben wir noch eine... Oben ist so ein Baum, da kommen wir, ich komme später noch zu. Da ist so ein Eremit oben drauf. Oder so ein... ja, wir sehen, die hören die Gegnermucke. Hier sind natürlich Gegner. Zack. Ja, mit Aufladen macht man schon mehr Schaden. Ein Zelt können wir nicht rein. Ich über das Herz, danke sehr. Und hier gibt es eine einfache Holztruhe. Da drin sind Kupfererz, Reißzähne, Tiersehnen und ein Chitinpanzer. Sehr schön. Chitinpanzer haben wir jetzt. Zwei Chitinpanzer sogar. 6 Kupfererze, nicht schlecht. Ja, mit, ich glaube mit Y. Können wir alles nehmen? Und nicht alles gleichzeitig, immer nur einen. Jetzt haben wir schon 4 Panzer. Ist nur nochmal Stein, so. Jetzt kann ich euch, was ich alles gezeigt hatte. Da ist die Mine, da wollen wir jetzt noch nicht hin. Das kommt erst im nächsten Mal, das habe ich alles in den anderen Parts schon gemacht. Ja, hier zum Beispiel haben wir Bienen. Mehrere Bienen. Die haben eine ziemlich hohe Range. Die schießen ja aber so ihre Stacheln. Und das können sie von sehr weit, wie ihr seht. Von sehr, sehr weit. Ja, man kann das Schwert schön aufladen. Ach, da ist noch eine. Au. Au. Ja, die gibt ein bisschen Energie zurück. Ja, leider gibt so ein Herz nur einen Punkt wieder zurück. Ich weiß nicht, ob es später auch noch bessere gibt, aber im Moment nicht. Das Honig brauchen wir, um den Trank herzustellen. Dreimal Honig. Ja, ich hab den Baum ab. Wollte ich jetzt nicht.
Wie gesagt, ich bin noch nicht weit im Spiel fortgeschritten gewesen. Ich kann euch noch nicht sagen, ob es später eine bessere Axt zum Beispiel gibt, die das schneller macht, oder irgendeine Geschichte gibt, die das Einsammeln beschleunigen kann. Ja, ich nehme mal das Holz mit, welches ich schon abgehackt habe. Ja, wie gesagt, einer bleibt immer so ganz komisch oben drauf liegen. Keine Ahnung. So. Hier war doch noch irgendwo eine Biene, oder? Ja, da. Hier dürfte doch gleich irgendwo noch ein Wolf auftauchen, oder nicht? Ja. Hier hinter mir, ne? Zack. Okay, man kann tatsächlich ein bisschen um die Gegner rumbewegen. Okay. Hier ist die Wassermühle. Ja, der Part ist gleich vorbei. Okay. Ja, das Banditenlager habe ich, glaube ich, nicht in diesem Part gemacht. Also werde ich es jetzt auch nicht machen. Wir gehen noch mal kurz hier rüber und sprechen noch mal. Hier ist wieder ein Händler, so ein Arcana Dings zum Zaubern, zum Kochen und auch eine Schmiede. Und wir können hier zum Beispiel diesen Chitinpanzer können wir jetzt schon herstellen. Wir haben genug Tiersehnen und genug Chitin dabei. Machen wir mal gleich. Und hier gibt es Bögen. Den bräuchten wir jetzt noch mal trockenes Holz und noch zwei Spinnenseiden. Ne, eine Spinnenseide. Das mache ich jetzt nicht, das habe ich alles gemacht im nächsten Part. Hier ist Walter Eisenstadt. Judah, wer bist du? Hast du hier was zu suchen? Was hast du hier zu suchen? Raus mit der Sprache. Hey. Mach was nochmal an, entschuldige. Das ist eigentlich gar nicht meine Art, Fremde zu begrüßen. Ich bin im Moment nicht ich selbst. Diese Banditen haben mich beraubt. Alles haben sie mir genommen. Verdammte Räuber, versteht? Es geht um mein gesamtes Kupfererz. Für 4 Monate. Bin echt verzweifelt. Was soll ich jetzt nur machen und wie soll ich jetzt meine Kunden beliefern? Hast du die Banditen vielleicht auf einem Weg aus der Stadt getroffen? Ich hoffe es, weiß ich. Ach echt? Oder vielleicht warst du auch schon bei der Mine? Da habe ich letztens schon... Da habe ich letztens auch schon was rumschleichen sehen. Kannst du für mich bitte genauer nachsehen? Ich brauche meinen Kupfer jetzt nicht wieder. Ich mache mir Sorgen, dass meine Mine eingenommen hat. Ich kann hier selbst nicht weg, sonst würde ich zulassen, dass sie mich wieder berauben, ja? Gute Ausrede. Ja, das werden wir im nächsten Part machen, die Mine besuchen. Also, vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgelassen, was ich in den vorigen Aufnahmen auch gemacht habe. Ich habe das jetzt hier etwas schnell vielleicht gemacht und so, aber wie gesagt, ich hoffe, dass alles, was ich da hatte, auch mehr oder weniger drin ist. Die Dings habe ich, glaube ich, im nächsten Part gemacht. Also mache ich jetzt nicht. Das ist das dritte Banditenlager. Da ist nochmal ein bisschen Erz und so weiter. Aber ich brauche jetzt alles nicht mehr. Ich habe ja den anderen Speicherstand. Ich habe das jetzt, weil es gibt nur einen Speicherstand in dem Spiel, aus welchen merkwürdigen Gründen auch immer. Es gibt nur einen eigenen Speicherstand und da habe ich jetzt halt ein anderes Konto genommen. Um die Nachaufnahme zu machen, weil ich nicht nochmal alles machen wollte. Ja, ich habe ja schon mal bis zum Friedhof gespielt. Und als ich ein neues Spiel anfangen wollte, gab es einen interessanten Bug, der mich. Ja, der Spielstand war weg, aber irgendwie war er doch noch da und ich wurde, als ich neues Spiel starten gesagt habe, beim letzten Speicherpunkt des alten Spielstands rausgelassen. Und dann ist das irgendwie abgestürzt oder so, ganz komisch. Und dann kam die Sequenz auf einmal,
die wir am Anfang gesehen haben, wo man halt über diese Farm, eine Kamerafahrt über diese Farm kommt und so. Und dann hat der Protagonist auf einmal geschwebt. Also man hat dann geschwebt, irgendwie so ganz komisch. Und man konnte halt nichts machen. Aber das nur am Rande. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Wenn es dann richtig losgeht, wenn wieder die richtige Aufnahme kommt.